und kann das Produkt in der Bausituation komplett werkzeuglos installieren und ausrichten, auf Höhe bringen und bin im Grunde genommen dann schon mit der Installation fertig. Herzlich willkommen bei uns auf dem Messestand hier in Frankfurt auf der ISH. Wir sind super happy, endlich wieder unsere Neuheiten präsentieren zu können. Und wir wollen euch jetzt zeigen, Better Level, die Revolution in der Duschwannenmontage, wie schnell Duschwannen montiert werden können. Mein Name ist Sven Rensinghoff, ich bin bei Better verantwortlich für das Marketing und Produktmanagement. Und ich habe meinen Kollegen mitgebracht, magst du dich selber vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Florian Lenzmeier, ich bin im Produktmanagement bei der Firma Better tätig und hatte das Glück, genau dieses Produkt in den letzten anderthalb Jahren begleiten zu dürfen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an und zeigen, wie schnell es gehen kann. Genau. Und ich stoppe die Uhr und dann legst du los, wer schneller ist. Und los. So, mal schnell die Füße rausnehmen, wa? Ja. So, bei mir sitzt der erste Sven. Oh, hast du den ersten Adapter schon drunter? Erster sitzt. Zweiter sitzt. Sieht's bei dir aus? Sieht nicht so gut aus. Du bist zu schnell für mich. Steht, ausrichten. 12 hatten wir gesagt. 12 hatten wir gesagt, ja. Ja, passt. Stopp. Ich habe keine Chance gegen ihn. Ich habe es jetzt so oft probiert. 30 Sekunden war, glaube ich, tatsächlich Rekord. Das Bier geht auf mich heute Abend. Ja, alles klar. Wie das Ganze dann im Detail funktioniert, das zeigen wir euch jetzt noch mal ein bisschen langsamer. Und damit wir die einzelnen Schritte, die da als Details in Better Level stecken, auch wirklich gut vermitteln können. Wir gucken uns das Ganze jetzt noch mal im Detail an. Ich lege das Produkt noch mal in Hutlage hier hin. Was wir jetzt getan haben, was jetzt vielleicht in diesen 30 Sekunden nicht so richtig rüberkam, wir haben im Grunde genommen die eigentliche Funktionseinheit des Battle Levels, die wirklich dafür verantwortlich ist, wie diese Nivellierung funktioniert, mit der Adapterplatte verschraubt. Was hat man für einen Verstellbereich? Wir haben in Summe einen Verstellbereich von 80 mm bis 220 mm, je nachdem, wie viele Adapter ich dann aufschraube und kann somit die grobe Höhe ausrichten. Mhm. Dann habe ich diese Funktionseinheit inklusive der Adapterplatte in die Ecken geschraubt. Das haben wir 4-mal gemacht, so dass wir es gut ausrichten könnten. Ich zeige es mal einmal in die Kamera, dass man sieht. Dann stellen wir das Produkt auf, so dass es einmal in Nulllage geht. Und ab dem Zeitpunkt bin ich dann in der Lage, das Produkt auf Höhe auszurichten und kann das Produkt in der Bausituation komplett werkzeuglos installieren und ausrichten, auf Höhe bringen und bin im Grunde genommen dann schon mit der Installation fertig. Wenn ich mich vertan habe, wenn ich es hoch rausgezogen habe, genau, was mache ich dann? Startest du im Grunde genommen nochmal von vorne, einmal ganz raus, wieder auf Nulllage und machst das Ganze wieder von vorne. Wasserwaage drauf, dass das alles passt, ausrichten, fertig, das war's. Wenn wieder etwas zu hoch war, wieder von vorne und wieder von vorne. Das ist im Grunde genommen das Geheimnis. Einfache Ausrichtung von Better Level. Und es ist ja nicht jede Bausituation so, dass ich die Füße immer in der Ecke positionieren kann. Wenn ein Rohr in der Wand verläuft, was mache ich dann, wenn das im Weg ist? Genau, das ist das Schöne. Bei den Rahmensystemen ist es ja ganz häufig so, dass wirklich die Lastabtragung, also die eigentlichen Füße, im Randbereich verlaufen. Ich bin jetzt durch diesen fehlenden Rahmen gar nicht mehr an den Rand gebunden. Das heißt, ich kann das Produkt wirklich frei unter der Duschfläche setzen, so dass, wenn ich jetzt hier eine Abwasserleitung herlaufen habe, auch ein Stück weit einfach von der Wand weg kann und dann wieder genau das Gleiche von vorne machen. Und wie ist da sichergestellt, ist ja Gefälle in der Dusche, dass der Fuß trotzdem gerade ist? Ja, ganz genau. Wir haben hier an der Adapterplatte unten eine minimale Anschrägung von 2 Grad. Das arbeitet im Grunde genommen gegen das Gefälle der Duschfläche. Und so ist sichergestellt, dass der Fuß immer im 90-Grad-Winkel zur Fläche und eben dann auch zur Bausituation steht. Ah, wenn er so ist. Ja, genau. Wenn er falsch rum ist, dann siehst du halt, dass sich dieser Winkel quasi aufaddiert. Und dann passt es nicht mehr. Dann passt es nicht. Deswegen haben wir hier auf den Adapterplatten die Pfeile, die Richtung Ablaufloch zeigen. Die dahin, dann kannst du es wieder hinstellen, ausrichten und fertig. Hier haben wir jetzt natürlich eine Idealsituation, ich kann unter den Rand fassen. Ja. In einer tatsächlichen Bausituation würde ich dann mit Glassaugern arbeiten und das Produkt dann so hochziehen, wie ich es benötige. Cool. Aber ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, Better Level ist wirklich super schnell, spart Zeit und Geld und erleichtert die Montage auf der Baustelle ungemein. Und ihr seid wirklich alle herzlich eingeladen. Sprecht uns an, wenn ihr der Better Level erleben wollt. Wir präsentieren euch das sehr, sehr gerne. Hier auf der ISH oder auch gerne im Nachgang.